Hallo YouTube. So, wie man hier sehen kann, heute kam der ganze Kram, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Ja. Da, die Farbe für den Astra. Hier, Servicepakete für den Land Rover. Hier, neue Förderpumpe für meine Standheizung. Da. Die beiden Dreieckslenker für den Cordoba. Ich hatte ja gesagt, ich werde da jetzt nicht anfangen mit Lager aus- und einpressen. Die Dinger gibt es komplett. Hier sieht man, ne, Traggelenke. Da. Traggelenke sind mit drin und beide Lager sind bereits eingepresst, sind komplett Teile. Kostet nicht die Welt. Ventildeckeldichtung für den Land Rover. Da. Man muss regelmäßig bei dem Auto ja die Ventile einstellen, ergo sind das auch Teile, die ja, getauscht werden müssen. Dann habe ich eine tolle Sache bekommen. Eine Abonnentin hat mir ihr Beta mit CD-Wechsler überlassen. Vielen Dank, Katharina. Ja, finde ich gut. So, was habe ich gesehen gerade? 2500 Abonnenten plus. Vielen Dank. Was soll ich sagen? Ich finde das unglaublich. Unfassbar. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Immer. Ich weiß nie, was ich dazu sagen soll. Ne? Das ist. Für mich ist das unglaublich. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank für alle, die den Abo-Knopf drücken. Unglaublich. Ja, Dankeschön. Okay. Was habe ich heute vor? Ich wollte euch jetzt nicht die ganzen Ersatzteile zeigen. Ach, übrigens, so ein Servicepaket für den Land Rover. Hier. Einmal Ölfilter, einmal Spritfilter, einmal Luftfilter und der Dichtring kosten, glaube ich, 14 Euro. Ja, so viel zum Thema Kosten. Diese Dreieckslenker haben, glaube ich, das Stück 18 Euro gekostet. Ist auch kein China-Müll. Na ja, gut, Febi. Viele Leute sagen, Febi-Bilstein ist eine Marke. Nein, das ist ein Umverpacker. Ich werde es beobachten. Ich werde die Dinger auch vorher versiegeln. Die Dinger gammeln ja ganz gerne, die Dreieckslenker. Aber man kann ganz gut an die Hohlräume drankommen. Da kommt Fett rein. Dann halten die vielleicht ein bisschen länger. Die Traggelenke sind geschraubt. Sehr gut. Wir werden sehen, wie sie sich bewähren. Wie gesagt, ich behalte meine Autos gerne im Auge. Auch wenn ich sie verkaufe. Einer davon steht da. Der ist wieder da. So. Ja, was liegt heute an? Ja, mir ist. Meine Frau hat mich eigentlich drauf gebracht. Das Thema Bordwerkzeug. Was sollte man dabei haben, damit man weiterkommt? Im Pannenfall. Und da habe ich heute das Thema Reifen. Habe ich mir ausgesucht. Ich habe ganz viele Altreifen hier rumstehen, auch mit Felge und so weiter. Und da will ich einen Teil vorstellen, beziehungsweise ein Set, was ich immer im Auto habe. Unsere Reifen wiegen das Stück knappe 45 Kilo mit Felge. Die möchte man nicht unbedingt wechseln. Also habe ich mir ein paar Sachen einfallen lassen, dass ich die Reifen am Auto reparieren kann. Ja. Dann werde ich den ganzen Kram hier mal wegräumen und das Rad holen, die Kamera aufhängen und dann geht's los. Bis gleich. So, wie man hier sieht, haben wir hier einen formschönen Nagel in der Lauffläche. Der Reifen hat 2 Bar. Draußen geht die Welt unter, wie man hört. Hagel. Das Wetter spinnt wirklich komplett. So. Jetzt kommt die Reparatur. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, eine Autobatterie. Das hier ist ein kleiner Kompressor, wie man hier ganz gut sieht. Hier ist einmal Pannenhilfespray. Kostet nicht viel, sollte man auf jeden Fall im Kofferraum haben. Das für kleinere Undichtigkeiten, auch wenn das Ventil mal undicht wird, passiert ja auch mal. Auf jeden Fall für die nächsten Kilometer bis zur Werkstatt ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wenn allerdings so ein Teil hier drin ist und ihr wollt den Reifen jetzt nicht unbedingt in den Schrott schmeißen,
Dann kommt dieses Ding hier zum Einsatz. Also bei mir zumindest. So, das ist neu. Habe ich noch nie benutzt. Zum Glück. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Zange. Da haben wir neue Ventile. Das hier sind Streifen zum Vulkanisieren. Das hier ist ein Mittel, um das Ganze ja, zu starten. So, jetzt ist das Ding auf. Das ist letztendlich Vaseline. Ne? Okay, wie benutzt man das Zeug? Ist eigentlich gar nicht so problematisch. Wir nehmen die Zange, schnappen uns den Kollegen und ziehen den raus. Zu denken, lasse ich drin, ist dann dicht. Das wird nichts. So. Der Kollege ist jetzt offen. Jetzt schnappe ich mir dieses T-Stück, stecke das einmal kurz hier in die Vaseline. Wir sehen relativ deutlich, wo das Loch ist. So. Drehen hier schön rein. Letztendlich ist das eine Vorbereitung, ne? So. Jetzt haben wir ihn drin sitzen. Das ist gut. Jetzt wird damit ordentlich aufgeweitet. Jetzt kommt der andere Kollege zum Einsatz und einer von diesen kleinen Streifen. Ich habe ein bisschen geschummelt. So, auf diesem Teil. So wird das eingefädelt. Ne? Wir haben jetzt keine Luft mehr im Reifen. Das ist sehr gut. Jetzt bugsieren wir dieses Ding hier rein. Noch gerne mal draufhauen. Im eingebauten Zustand ist das mit so einem Reifen wirklich effektiver bzw. einfacher. Ich stecke das Ding mal eben rein und melde mich gleich wieder. Ja, ist dann doch einfacher, wenn man das Ding dabei festhält. Jetzt guckt der Kollege dabei raus, ne? Wenn der Kollege hier aufsetzt, ist das Ding genau richtig. Das muss so rausgucken. So, jetzt drehen wir das. Runterdrücken und drehen. Und dann, ich sag ja, zwei hinten wäre es besser. So, jetzt habe ich es rausgezogen. Durch das Drehen hat sich das jetzt geteilt. Und wie gesagt, keine Angst, euer Reifendienst macht es genauso, wenn Reifen repariert werden müssen. Jetzt guckt das da noch ein bisschen raus. In diesem Set ist inbegriffen ein kleines Cuttermesser. So, wir haben jetzt überhaupt keine Luft mehr in dem Reifen. In dem Set ist übrigens auch, falls euch unterwegs das Ventil oder sowas in der Richtung kaputt geht, ein entsprechender Schlüssel, Ventile, Ventilkappen, ne, ist alles dabei. Finde ich sehr praktisch. Sehr gut. So, jetzt drehen wir den Reifen um.
Wie gesagt, wir haben hier keine Luft mehr drin. Hier waren vorher 2 Bar drauf. So. Ventilkappe aufmachen. So, jetzt kommt der kleine Kompressor. Ja, bis zur Tankstelle und zum Luftprüfer reicht das vollkommen. Ich habe jetzt mal das Ganze ein bisschen gebrückt. Beziehungsweise ne, mit einem Kabel simuliert. Ich habe jetzt gerade keinen Zigarettenanzünder hier. Ja, der kommt in den Zigarettenanzünder. Ich stelle euch mal auf das Stativ und dann sehen wir weiter. So, der kleine Kompressor hat jetzt bis auf 2,4 Bar aufgeblasen. Verdächtiges Zischen höre ich nicht. Außer jetzt vom Ventil. Ventilkappe wieder drauf. So. Werkzeug zur Seite. Okay. Jetzt suchen wir mal die Reparaturstelle. Ja. Hier ist die Reparaturstelle. 2,4 Bar sind drin. Absolut dicht. Das bleibt auch so. Ne? Wie gesagt, euer Reifenhandel macht es auch nicht anders, wenn ihr einen Reifen reparieren lasst. Und ihr könnt es unterwegs machen. Mit so einem kleinen Set. Wie gesagt, ich werde keine Marke nennen oder sowas in der Richtung, aber Reifenreparaturset kann man googeln. Ich mache keine Werbung, wie gesagt, und ist einfach nur ein Tipp. Ne? Bei meinem Mercedes funktionierte das, ich glaube, 4-mal in einem Reifen, weil ich mir ständig Hufnägel reingefahren habe. Und wie man hier sieht, bin damit auch 230 gefahren. Also es ist am Ende eine gute Reparatur, die keinen Ärger mehr macht. Ich würde es so machen. Das Pannenspray, okay, wenn die Autos nur 120, 130 laufen, könnt ihr damit ein paar Tage fahren, bis ihr einen neuen Reifen kriegt. Aber das hier ist eine professionelle Reparatur. Man kann es an einem Schrottreifen üben. Der hier ist Schrott. Ne? Man sieht es hier. Der ist komplett überaltert. Man kann es üben. Und wenn man es beherrscht, unterwegs. Kein Ding. Wie gesagt, der ADAC, der bringt keine Reifen. Ja, wenn gelegentlich sind die Ersatzreifen am Auto auch im Eimer. Ne? Müssen wir uns nicht immer unterhalten. Die sind teilweise noch die ersten Räder und steinalt. Und nach 2 Kilometern platzt euch das Ding. Dann lieber den vorhandenen reparieren vor Ort. Geht vor Ort, funktioniert. Und wie ihr seht, das ist dicht. Es wird auch nicht mehr undicht werden. Das macht euer Reifenhändler auch nicht anders. Also meiner macht's so. Ne? Wenn ich jetzt einen neuen, was weiß ich, neuen Breitreifen gekauft habe, neuen Geländereifen, die Dinger kosten 230 bis 300 Euro das Stück, und ich fahre mir da einen Nagel rein, wird er sich hüten, mir einen neuen Reifen anzubieten. Ja. Die Blasen gehen weg vom Spray. Aber es ist absolut dicht. Okay. So, was habe ich noch alles basismäßig im Auto liegen? Fangen wir mal an. Schraubenschlüssel. So ein komplettes Teil. Ja, so eine Mappe kostet nicht die Welt. Gibt es bei einem örtlichen Autozulieferer. Wie gesagt, das Pannenspray. Öl zum Rostlösen. Gummipflege. Schraubendreher. Man muss selbst wissen, was man im Auto für Schrauben anzutreffen hat. Einfach mal nachgucken, ist vielleicht effektiver, als sich das Auto vollzustopfen. Beim Land Rover ist ne, Schlitz, Kreuzschlitz. Kein Torx, kein gar nichts. Deshalb brauche ich das auch nicht. Notfalls habe ich es dann im Ratschenkasten. Der ist aber links gerade unterwegs. Beim Nachbarn. Ja, Hammer, klar. Ersatzglühlampen. Zangen. Die kleinen Zangen sind echte Lebensretter, diese kleine Rohrzange. Wasserpumpenzange nennt man die auch. Das sind echte Lebensretter. Dann
habe ich so ein Teil, ja, um die Scheinwerfer und die Frontscheibe sauber zu machen und abzuziehen. Eiskratzer für den Winter, was Großes mit einem wattierten Griff. Ja, kein Mensch will mit einer Kreditkarte darum kratzen, irgendwann gibt es Eisfinger. Dann habe ich hier einen Spannungsprüfer. Im Grunde genommen weiß er nur, ist Spannung da oder ist es nicht da. Ist aber sehr praktisch, um Sicherungen durchzukontrollieren. Das zeige ich gleich nochmal eben kurz. Ein gutes Abschleppseil. Dieses hier ist flexibel. Das gibt keinen Ruck beim Anfahren. Es gibt nach, ne, und zieht dann das Auto nach. Dann habe ich hier eine Lampe. Die gibt es beim Discounter, gibt es die. Echt hell, das Ding. Mit Zusatzfunktion. Einmal so. Etwas weniger. So. Oder um zu warnen, dass man da gerade irgendwo steht und eine Panne hat. Ist echt praktisch. Hatten wir auch schon, mussten wir nutzen. Ja. Wenn ihr solche Wagenheber im Auto habt, schmeißt die Dinger weg. Das sind absolute Todesfallen. Ernsthaft. Und zwar dieses Plastikteil hier oben. Der hier lag schon auf dem Schrott, die schmeiße ich nämlich immer weg. Dieses Plastikteil hier oben kann spontan einfach so rausbrechen. Ja. Keiner sagt, wann dieses Plastik ausgehärtet ist, dieser Kunststoff. Und das Ding nachgibt. Und dann habt ihr das Auto auf den Füßen oder wenn es richtig blöd läuft, auf dem Kopf. Das ist nicht gut. Dieser Spannungsprüfer. Man setzt die Krokodilklemme irgendwo an den Massepunkt. Und kontrolliert dann mit der Spitze, mit der Messspitze, die Sicherung auf beiden Seiten. Die haben ja zwei Seiten. Da ist jeweils ein Stück Metall. Da kann man prüfen, ob da Spannung anliegt. Liegt auf einer Seite Spannung an, auf der anderen Seite nicht, ist die Sicherung kaputt. Und dann hat man die Spitzzeige, kann die rausziehen, weil meistens sind diese Plastikdinger eh weg in den Sicherungskästen. Ja, das sind so die Sachen. Wie gesagt, plus Ratschenkasten. Ich nehme immer die... Die großen, die kosten irgendwie um die 70 Euro. Halbzoll, Viertelzoll, Dreiviertelzoll Knarren. Sind relativ komplett. Nicht das hochwertigste Werkzeug, ja, ich weiß, aber für den Alltagsbedarf reicht das vollkommen. Ja, Zangen, Schraubendreher, ein vernünftiger Wagenheber. Kauft euch lieber einen vernünftigen Scherenwagenheber. Die gibt es, die kosten nicht viel. Diese Dinger hier würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Die sind tödlich. Potenziell. Lampe. In dem Fall hat die Lampe hier einen USB-Lader. Wo ist es? Da. Die Lampe hat einen USB-Lader. Sehr praktisch. Kann man im Auto aufladen. Ja. Nützt keinem was, wenn die Lampe im Auto rumvegetiert. Im Chrysler zum Beispiel ist hinten ja jetzt eine Buchse drin für die Kühlbox. Könnte man jetzt einen Verteiler dran setzen, Kühlbox, so eine Lampe aufladen oder überhaupt USB-Ladegeräte. Ist so eine Sache, die ist immer ganz empfehlenswert. Deshalb will ich hinten im, in meinem Auto jetzt auch solche Zigarettenanzünderbuchsen einbauen. Deswegen kommt auch die Verbraucherbatterie da rein. Ja. Nee, also so ein Abschleppseil, ein gutes Überbrückungskabel, je nachdem was ihr fahrt, ein Benziner, da reicht eigentlich ein billiges. Diesel, nehmt ein bisschen was Hochwertigeres, sonst schmort euch das Kabel durch. Ich hatte schon Brand neulich beim Überbrücken von einem Transit. Das war nicht witzig. Nee, das ist im Allgemeinen alles, was man immer ganz gerne dabei haben sollte und deswegen liegt ja hier auch ein altes Stück Teppich. Kein Mensch will auf die dreckige Straße und unterm Auto irgendwas machen, weil irgendetwas klappert, weil irgendetwas losgegangen ist. Es braucht nur eine Unterbodenverkleidung sein. Wenn ihr damit festhängt, ist das echt übel. Also lieber sofort festmachen. Hochheben, Ersatzrad unter den Reifen, dass das Ding ein bisschen höher und sicher steht und dann eben festmachen. Das ist, sind alles so Sachen, die kann man mal eben schnell erledigen. Da braucht man keinen Pannendienst für. Ja, Reifenspray. Das Set, was ich euch gerade gezeigt habe, finde ich perfekt. Perfekt wirklich fürs Autofahren. Dann vielleicht hier und da vielleicht noch Glasreiniger, speziell fürs Auto. Normaler Glasreiniger hat immer so das Problem, dass man zum Beispiel Cockpits damit nicht sauber machen kann. Die Scheibe wird milchig. Das ist der Kunststoff. Und
Glasreiniger speziell für Fahrzeuge. Gut, ihr könnt die Außenscheiben, könnt ihr natürlich weiterhin mit normalem Glasreiniger machen, aber die Cockpitscheiben bitte nicht. Oder wenn ihr Touch-Displays da drin habt, dann besser ja, mit dem Spezialreiniger sauber machen. Ja, so ein kleiner Kompressor, den hat bestimmt jeder schon mal irgendwo gesehen im Supermarkt. Wird meistens als komplettes Pannenset angeboten mit so einem Reifenfüllmittel. Die gibt es aber auch einzeln, kosten glaube ich irgendwie was mit 12 Euro oder 14 Euro. Diese kleinen Kompressoren sind sehr empfehlenswert, muss ich sagen. Hat uns schon mehrfach den Hintern gerettet. Ja. Mit der Ausstattung plus Ratschenkasten habe ich bei unserem W210 auf einer Tankstelle mitten in der Nacht die Lichtmaschine gewechselt. Die ist wassergekühlt. Beim 270 CDI. Und ja. Da kommt kein ADAC und bringt mir eine neue Lichtmaschine. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen geguckt, ob irgendjemand in der Gegend, wir waren irgendwo südlich von Köln unterwegs, und ich habe geschaut, ob da irgendjemand einen 270er schlachtet. Der hat mir das dann freundlicherweise auch sonntags noch eben vorbeigebracht. Und die Lichtmaschine und ja, den Generator nachts mal eben kurz unterm Auto zu tauschen. Das Equipment hier hat mir den Hintern gerettet. Wobei ich sagen muss, ich habe mehrere Akkulampen dabei gehabt. Die mussten mal wirklich nach und nach, eine rein zum Laden, die nächste und so weiter. Und irgendwann mussten wir die Batterie auch runternehmen. Generator halt, da ist Dauerstrom drauf. Ja. Aber es hat am Ende hat das alles funktioniert. Ja. Mit diesem Equipment kann man eigentlich das meiste am Auto reparieren. Ja. ADAC-Mitgliedschaft, wir haben es jetzt selber ein paar Mal erlebt, ist meistens nicht mehr viel wert. Mehr als abschleppen ist nicht und wenn ihr weiter wollt, habt ihr ein Problem. Ja, Mietwagen geht auch, aber ne, nur unter gewissen Umständen. Das Auto muss so und so viel Wert haben und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind ganz seltsame Bestimmungen, sind das. Also Fahrer von älteren Fahrzeugen sind beim ADAC echt schlecht untergebracht gerade. Ja, okay, ich werde jetzt das Video fertig machen. Ich bedanke mich nochmal allerherzlichst bei allen über 2500 Abonnenten. Das ist unglaublich. Ihr seid der Wahnsinn. Und ja, dann werde ich mich jetzt mal daran begeben, dieses Video fertig zu machen. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter. Ach so, ich habe was vergessen. Stimmt. Panzertape hilft immer. Bei allem. Man kann alles festkleben. Sogar Beifahrer, die die Klappe nicht halten wollen. Dafür habe ich es immer im Auto. Falls mal einer zu viel redet. War ein Scherz. Nee, nee, also Panzertape im Auto, das kann schon einiges. Ne? Das ist, braucht nur mal ein Karosserieteil nach einem leichten Unfall abstehen, dann klebt man das damit fest, die Polizei nickt das dann auch ab und dann fährt man weiter. Ne? Es geht darum, um mobil zu bleiben. Dafür ist dieses Werkzeug gedacht. Mobil bleiben. Okay, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bedanke mich nochmal bei allen über 2500 Abonnenten und bis zum nächsten Video.